Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt als Ersatzprojekt für die Agrar GmbH. Und zwar LS22 Landkreis Rostock. Ja, ich habe hier eine ganze Reihe Mods mit dabei. Viele schöne Spielereien, viele Skripte, die das Spiel hoffentlich ein bisschen realistischer gestalten sollen. Ja, unter anderem auch Mais Plus. Und ja, wir sind hier auf einem kleinen Schafhof. Ich habe auch schon so ein bisschen, ja, für die 1,5 Millionen Startkapital plus 10.000 Kredit ein paar Dinge gekauft. 83 Bentheimer, 512 Favorit. Eine Palette Siliermittel, obwohl die aus meinem Plus ich jetzt herausgefunden habe, dass sie wesentlich günstiger ist. Man hätte, glaube ich, erstmal in den Shop sich mal angucken sollen, was überhaupt alles dabei ist. Ja, ansonsten hier ein 933 Vario mit einer Vicon-Kombination und hier ein Fendt-Favorit 824 mit einem Straubmann Magnon 430. Also die Maschinen sind eigentlich schon relativ groß, nicht viel, aber gut. Felder besitzen wir auch schon, beziehungsweise eins besitzen wir, zwei sind gepachtet. Also hier hinten ein Feld, das ist ein Grasfeld, das gehört uns. Hier ist auch ein kleiner Silo auch irgendwo drauf, irgendwo da hinten ein Freilandsilo. Da würde ich dann gerne Grassilage, wenn möglich, machen. Also das werden wir jetzt aber dann auf alle Fälle machen. Einfach nur, ja, kann man bestimmt gut verkaufen. Das Gras selber können wir ansonsten ein, zwei Fuder bestimmt irgendwo erstmal mit den Schafen irgendwie lassen. Und ansonsten gucken wir uns mal den Rest an. Also uns gehört ansonsten noch als Pacht Feld 59, Feld 5 und eine Spinnerei. Die kann man, glaube ich, ein bisschen hier so präsentieren, wo wir einfach dann die Wolle verarbeiten können und dann kriegen wir auch ein bisschen mehr Geld aus der Wolle raus. Ja, dafür natürlich schon leicht verschuldet, aber ich denke mal, das wird sowieso ein bisschen mehr, denn wer die Rostock vielleicht nicht kennt, so wie meine Wenigkeit, also es sind hier viele große Felder dabei. Es gibt eigentlich auch viele, die auch relativ von der Größe her human sind, die man eigentlich gut bewirtschaften kann, aber es gibt ja halt auch wirklich riesige Äcker. Vor allem, wenn man sich überlegt, ich habe mir auch schon mal hier unten mir einfach mit einem riesen Hof einfach mal aus Spaß mal angeguckt. Also hier sind insgesamt zwei große Ställe, Kuhställe, 1700 Tiere passen rein. Es gibt sonst noch zwei Kälberställe mit je 300. Also, wenn wir das mal so zusammenrechnen, 4000 Tiere kannst du hier unten halten, wenn du lustig bist. Plus eine Biogasanlage, die natürlich auch noch Hunger hat. Also, ja, ich will ja nichts sagen, aber wenn du mal in der Größenordnung sind, das wäre natürlich nicht schlecht. Gut, ich glaube, wenn dann würden wir uns den eigenen selber bauen, weil es vielleicht doch noch ein bisschen attraktiver aussieht. Aber ich würde auch jetzt gar nicht mehr so viel Zeit verlieren. Hier. Gut, man könnte natürlich den Hof jetzt mal einfach mal genau angucken, aber das soll jetzt nicht unbedingt eine Mod-Vorstellung werden, deshalb schnappen wir uns mal im Autodrive und zeichnen Kurs auf Richtung 59, weil das ist das einzige Feld, was momentan erntereif ist. Und das würde ich schon gerne, wenn möglich, mitnehmen. Ja, ansonsten so ein bisschen von den Spielregeln her. Also, 2 Tage, 5er Vorlauf, so 2 Tage pro Monat. Dafür allerdings keine Mission. Also es würde uns hier wahrscheinlich einiges an Geld eventuell fehlen, was wir theoretisch verdienen könnten. Aber man muss halt auch irgendwo zum einen eine gewisse Herausforderung haben. Zum anderen, ich würde auch gerne zu LS22 Lohnunternehmen auch gerne noch so einen gewissen Unterschied behalten. Also von daher müssen wir damit irgendwie so eine Art leben. Ja, so viel ich weiß, gibt es glaube ich noch keine große AD-Kurse, glaube ich, für die Rostock, wenn ich mich irre. Gut, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Aber ich meine, ich hätte zumindest jetzt so spontan nichts entdeckt, so auf die Schnelle. Also müssen wir uns hiermit jetzt zufrieden geben, dass wir erstmal wahrscheinlich die ersten Folgen teils irgendwelche Kurse aufzeichnen müssen. Oder immer mal wieder, wenn wir neue Felder haben und. Weil da wir direkt das weiteste Feld abmähen müssen.
glaube ich, sollte das hier einigermaßen sogar passen. Dass wir eventuell sogar gar nicht mal so viel mit dem aufzeichnen müssen. Aber gut. Erstmal gucken, was hier überhaupt abgeht. Immerhin können wir 65 km/h fahren mit dem Fendt, also wir sind ziemlich schnell da. Und ja, mal gucken, was hier so Schönes ergibt. Bin auch mal gespannt, was. Meist plus sind natürlich auch ganz viele schöne Dinge, auch das, glaube ich, teils neu da hinzugekommen. Das würde ich gerne am liebsten, glaube ich, testen. Also ich würde es momentan mal so ein bisschen als ein Meist plus Projekt erstmal betrachten. So, und mal gucken. Natürlich, Kühe sind natürlich immer so das, der alte Klassiker. Welche eigentlich, die fehlen darf. Muss man halt einfach sagen. Und ja, dann mal gucken, was sich so Schönes ergibt. Also, ich weiß, man hätte den Fuhrpark, glaube ich, auch ein bisschen breiter aufstellen können. Dafür wesentlich kleiner, aber ich denke mal, das sollte so ungefähr eventuell passen. Vor allem, keine Ahnung, wie viele Silage an sich so unterm Strich gibt, aber ich würde mal sagen, da sollte einiges sein. Das ist eigentlich überhaupt genau lang. Ich glaube, irgendwo hier. Geht hier oben eine Straße hoch? Das wäre zumindest sehr praktisch. Müssen wir vielleicht nicht ganz so einen großen Bogen fahren. Hier geht es, glaube ich, sogar hoch. Ne, ich glaube, wir können auch einfach geradeaus fahren. Geht auch ein bisschen einfacher. Ich kenne mich hier auf der Rostock überhaupt nicht aus. Ich war auch ehrlich gesagt eine ganze Weile erstmal am Suchen, welche Karte könnte vielleicht als Nachfolger in Frage kommen. Was könnte man vielleicht. Zum einen natürlich meist Plus integrieren, zum anderen vielleicht irgendwie Tierwirtschaft, vielleicht zukünftig Biogasanlage bauen. Mit Rostock sollten wir eigentlich eine gute Karte gefunden haben, wo man bestimmt vieles machen kann. Und ja, von daher mal gucken. Ja, boah, ich glaube, wir sollten nicht. Ich sollte, glaube ich, hier nicht zu oft dort erstmal reingucken. Oh, 30er-Zone. Das wird jetzt ganz gefährlich. Hat der Mapper einen Blitzer eingebaut? Eigentlich haben wir kein Geld, um das zu testen. Aber wir müssen aber jetzt irgendwie mal gucken. Mal eben kurz ein bisschen Geld leihen. Dass wir gleich vielleicht nochmal Ghost Payments leisten können. Ja, dann mal gucken. Was sich so Schönes ergibt. Sind auch gleich da. Das ging aber wirklich flott. So. Feld unterstrich 59. Jetzt die große entscheidende Frage. Erstmal wird auch breiter. So, mögliche Schwaderablage. So, dass wir einfach ein bisschen Platz haben, hier irgendwie reinzudrehen. Ich glaube, das war ein Ortsschild. So, und dann jetzt große Frage. So, CP-Feldarbeit. Ich denke mal, zwei Runden reichen aus. Ah doch, generiere Feldkurs. Und ab geht der Spaß. Straßenschild und Gras, da lässt sich natürlich etwas bescheiden mähen, aber ich glaube, sollten wir noch irgendwie zurecht irgendwie
passend hinkriegen. Beziehungsweise Cosplay. Ja, und dann geht's hier auch schon los. Ich denke mal, überwiegend wird das hier wahrscheinlich ein Timelapse-Projekt werden, so unterm Strich. Aber gut, ich sag so, viel Aufregendes wird ehrlich gesagt nicht passieren, zumindest nicht an verschiedenen Tätigkeiten. Dass man dann wirklich zu einer Start-Stop-Aufnahme fast jede Folge irgendwas anderes präsentieren kann. Damit muss man hier ehrlich gesagt nicht unbedingt rechnen. Ich glaube, das wird wohl ja nichts. Aber gut. Mal gucken. Aber zumindest bin ich schon mal jetzt mit der MySplus-Mod ein bisschen schlauer. Dass man am besten gleich hier das Fusil sich kaufen sollte. Weil dann spart man sich einiges an Siliermittel, weil das Standard-Siliermittel 60 Liter, ich glaube irgendwas mit 3000 Euro. Fusil 1000 Liter 2000 Euro. Ich glaube, da sieht man schon einen gewissen Preisunterschied. Das wäre auch nochmal ein Riesenspaß. Wenn ich überlege, Mais anbauen, vielleicht kommendes Jahr, gut, ein bisschen Maschinen entweder mieten oder halt auf Kredit kaufen. Aber wenn man dann mal überlegt, man drischt dann einfach, gut, der Drescher wäre auf alle Fälle erstmal auf Miete oder generell wahrscheinlich auf Miete, je nachdem. Ja, und dann lässt sie dann halt einfach mal fahren. Drescher fahren, der bei mit der Maismühle, vielleicht irgendeinen kleinen Kipper. Oder auch wirklich einen kleinen Kipper, dass wir vielleicht auch den 512er und was anderes machen lassen können. Weil, ich denke mal, das wird generell eher ein Haus- und Hofschlepper. Ich glaube, der wird nicht sonderlich viel machen. Da kann man mir sagen, was man will, aber ich glaube, der wird nicht groß irgendwelche Aufgaben kriegen. Was jetzt irgendwie auf dem Acker angeht, weil schaut man sich mal das Weizenfeld an, insofern das Weizen ist. Schaut das hin? Warte, wo sind wir? Ja, das ist ein Weizenfeld. Wenn man sich das mal anguckt, da geht so ein 120 PS Schlepper unter. Den merkst du nicht mal. Ich versuche, selbst wenn der hier kein passendes Arbeitsgerät dahinter hat, ist er erstmal eine Woche beschäftigt. Aber gut. Das sind natürlich Felder, wovon wir erstmal nur träumen können. Warte, wir setzen mal eben kurz den Kurs ein bisschen passender. So, sollte ein bisschen besser passen. Ja, generell Felder, wovon wir träumen können. Ich denke mal, vor 100 Folgen wird das wahrscheinlich sowieso nichts. Ich glaube, man mal ansatzweise in die Nähe kommt. Gut, pachten kann man natürlich alles regeln. Ich denke mal sowieso, dass die meisten Felder über Pacht laufen werden. Aber das ist natürlich dann auch irgendwo eine kostenspielige Frage über das ganze Jahr, weil an sich hast du nur einmal im Jahr eine Ernte. Gut, Gras kann man vielleicht noch ein bisschen überstrecken. Aber wirklich so im Endeffekt eine Ernte pro Jahr. Aber durchgehende Kosten. Also erste Jahr werden wir wahrscheinlich sowieso nicht wirklich Plus machen. Zweite Jahr, das wird dann natürlich eine fragliche Geschichte werden. Ob das überhaupt so weit hinhaut. Da müssen wir mal gespannt sein. Wann sind eigentlich immer die besten Wollverkaufpreise? Ich habe mich bis dato, beziehungsweise Wolle ist, Mai, Juni. Und Stoff wäre, wie viel verdient wir überhaupt eigentlich da mehr? Stoff, Stoff, Stoff. Wo ist der Stoff? Gleiche Zeit, aber ja, fast 5000 Euro. Dann merkt man wirklich, Wolle ist eigentlich ein Abfallprodukt. Gut, dass wir uns die geholt haben. Sonst würden wir gar kein Geld verdienen. Das muss man halt, glaube ich, so sagen. Aber ich würde dann auch sagen, das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ab nächster Folge, denke ich mal, geht's los mit der ganzen Timelapse.
Und damit sage ich auch Tschüss und bis zum nächsten Mal.